Ja, hallo und herzlich willkommen im Wald zur Auflösung von meinem tollen Waldquiz. Das ist ja jetzt nochmal als extra Video, damit man auch ja nicht aus Versehen sich die Auflösung anguckt, bevor man die Fragen gehört hat. Und jetzt muss ich kurz die Fragen noch einmal schnell suchen, damit wir zur Auflösung schreiten können. Und los geht's. Worin wohnt das Eichhörnchen? In einem Kobel. Das ist so ein rundes Nest. Googelt euch das mal, das kann man viel besser auf dem Bild sehen, als wenn ich das jetzt irgendwie zu erklären versuche. Die Viecher bauen das Ding selber und ruhen da drin sowohl nachts wie auch im Winter. Pro Eichhörnchen gibt es meistens mehrere davon, aber das ist jetzt nichts, was ich unbedingt so furchtbar ausführlich ausführen möchte. Ich mache mal irgendwann noch ein Video zum Eichhörnchen übrigens. Das ist ja doch ein Tier, was man relativ häufig im Wald sieht und von daher ganz interessant. Dann, wie heißt das Kind vom Hirsch? Das ist ein Hirschkalb. Keinesfalls ein Reh. Es gibt immer mal wieder Leute, die der Meinung sind, das Reh wäre das Kind vom Hirsch. Das ist eine völlig andere Tierart. Absoluter Blödsinn und da regt man sich fast schon ein bisschen auf als Forstgebildeter. So, Frage Nummer 3 haben wir gesagt. Nennen Sie einen Stoff, der von oben nach unten fließt im Baum. Das gilt eigentlich für so ziemlich jeden sekundären Pflanzenstoff, der durch Photosynthese in den Blättern gebildet wird. Zum Beispiel irgendwelche Pflanzenschutzstoffe, Gifte. Fast jedes Gift, das ein Baum herstellt, ist so einer. Aber mengenmäßig am häufigsten ist schlicht und ergreifend Zucker. Photosynthese ist ja die Bildung von Zucker und der wird dann als Speicherstoff irgendwo in der Wurzel zum Beispiel eingelagert und wandert deswegen von oben nach unten. Zucker ist also wirklich die simpelste und naheliegendste Antwort. Frage Nummer 4. Nennen Sie drei harzende Bäume, zum Beispiel Kiefer, Fichte, Douglasie, Tanne. Das waren es ja schon genug. Also im Prinzip eigentlich nahezu jeder Nadelbaum mit Ausnahme der Eibe. Die nicht. Die ist schon so giftig, die braucht kein Harz. So, wo haben wir denn das zweite Blatt? Hier. Frage Nummer 5. Nennen Sie drei Merkmale zur Unterscheidung von Tanne und Fichte. Zum Beispiel, die Tanne sticht, die Fichte nicht. Dann haben Tannen auf der Nadelunterseite zwei weiße Wachsstreifen, Fichten nicht. Fichten haben radial um den Zweig angeordnete Nadeln, Tannen haben gescheitelte Nadeln. Beispielsweise. Man kann auch noch diverse Sachen an der Borke finden. Tannen haben auch einen verholzten Nadelgrund und Fichten haben einen kleinen Saugnapf am Nadelgrund. Ich habe das in irgendeinem Video schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob ich euch das gerade zeigen kann. Nein, kann ich nicht. Ich habe hier weder Tannen noch Fichten. Ich habe hier bloß Kiefern und Eichen und eine Lärche da hinten und ein bisschen Kornusmaß. Ja, das hier übrigens. Das ist dieses super harte Zeug, mit dem man wunderbare Speere bauen kann und ähnliches. Kornelkirsche, zu Deutsch. Egal, habe ich jetzt nicht, ich habe es euch gesagt. Das wisst ihr wahrscheinlich eh. Ihr seid ja schlau. Frage Nummer 5, wenn mich nicht alles Frage Nummer 6 meine ich. Wer prägte, und jetzt fliegen hier mir meine Fragen weg, Schweinerei, scheiß Wind. Wer prägte den Begriff Nachhaltigkeit und wann? Das war der... Hans-Karl von Karlowitz heißt er. Das war der Berghauptmann von Freiberg. Den Mann könnt ihr ruhig auch mal googeln. Ich erzähle euch irgendwann sowieso noch mal was zu denen in der Forstgeschichte. Der hat ein Buch geschrieben, das unter dem gemeinhin bekannten Namen Silvicultura Economica bekannt ist. Und in diesem Buch sagt er im Prinzip, dass wir langsam mal anfangen müssen, unsere Wälder kontrollierter zu nutzen. Und zwar war das, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, um 1723, als er das Ding veröffentlicht hat. Wenn ich jetzt nicht völlig auf dem Holzweg bin. Ich guck's nochmal nach und schreibe euch das Datum hier unten hin, sollte das jetzt nicht stimmen. Das hat er übrigens deswegen geschrieben, weil er ja eben Berghauptmann, also Chef eines Bergwerks in Freiberg in Sachsen gewesen ist. Und dem ist das Holz ausgegangen, mit dem er seine Stollen auskleiden konnte, damit eben nicht sein Bergwerk zusammenbricht. Und deshalb hat er Holzmangel gehabt und deshalb hat er eben dieses Buch geschrieben, wir brauchen mehr Holz. Und deshalb müssen wir unseren Wald wieder aufforsten, nachdem wir ihn umgehauen haben. Und einmal im Zusammenhang mit dieser Debatte oder so nennt er auf irgendeiner Seite mitten im Buch und auch nur ein einziges Mal gibt es da so einen Satz, in dem drin steht, unter anderem, damit es eine kontinuierliche und nachhaltende
Nutzung gäbe. Aus irgendwelchen Gründen, wegen diesem einen Erwähnung dieses Wortes, wird ihnen die Erfindung des Begriffs Nachhaltigkeit zugeschrieben. Mag ein bisschen übertrieben sein, nichtsdestotrotz ist Karlowitz schon ein großer Mann gewesen und hatte mit seinem Buch schon ein paar revolutionäre Ideen, die dann so auch gelehrt und umgesetzt wurden. Also der Mann ist durchaus trotzdem bedeutend, auch wenn er dieses Wort nur ein einziges Mal auf Seite XY kurz mal erwähnt. Dann, nächste Frage, was versteht Mann oder Frau unter einer Wüstung? Eine Wüstung ist eine aufgelassene Waldsiedlung. Wenn ihr also mal irgendwo eine Kirche im Wald stehen seht oder irgendwelche Mauerreste oder irgend sowas in der Richtung, dann handelt es sich immer um eine Wüstung. Das heißt, es gab mal eine Siedlung da im Wald, als Platz zum Siedeln knapp wurde und die landwirtschaftliche Nutzfläche knapp wurde und die Leute in den Wald auswandern mussten, weil sie keinen Platz mehr in der Stadt bekommen haben. Das war vor allen Dingen im späten Mittelalter so der Fall. Und diese Dörfer und Städte und so weiter wurden dann später wieder aufgelassen, als die Landwirtschaft Technik Fortschritte gemacht hat und mit der vorhandenen Fläche die Ernährung der Bevölkerung wieder problemlos möglich war. Dann hat es keinen Sinn mehr gemacht, im Wald zu leben und die Siedlungen wurden aufgelassen. Also man hat sie verlassen, es wurden Geisterstädte und sind im Laufe der Zeit vom Wald überwuchert worden und von den allermeisten ist quasi nichts mehr zu sehen, es sei denn, man hat einen geschulten archäologischen Blick. Vervollständigen Sie das Zitat von Professor Moog. Mehr noch als Omas Kuchen liebt der Förster natürlich dicke Buchen. Macht ja Sinn, oder? Große Hupen wäre schon ein bisschen frech gewesen. Der Antwortvorschlag große Hupen stammt nicht von mir. Ja, ich möchte mich davon distanzieren. Dann wollte ich von euch gerne wissen, was ein Forststudent unbedingt immer dabei haben sollte. Und da gab es mehrere Sachen, die ihr möglicherweise angekreuzt habt. Korrekt ist Hut, Schaufel, Messer, Salzsäure, Leberkässemmel und Lupe. Bei dem Leberkässemmel, da würde ich sagen, könnt ihr angekreuzt haben. Wenn ihr es nicht habt, ist es auch egal. Das ist so ein Freikästchen. Und das Gewehr bitte nicht ankreuzen, weil hallo, wenn jeder Förster mit dem Gewehr rumrennen würde, das geht doch nicht. Das kann man nicht machen hier. Ne? Also das ist eine reine Gagfrage, die hat keinen weiteren, tieferen Sinn, falls den jemand vermisst. Das Quiz ist von mir, natürlich gibt es da sowas drin. Also bitte, wer hätte denn bitte eine Seriosität erwartet? Hä? Nee, oder? So, dann war da die Frage, was das bedeutendste Merkmal eines kompetenten Forstwissenschaftlers ist. Dackel, große Fachkenntnis, großer cooler Hut oder Hosentaschenkettensäge? Selbstverständlich cooler Hut. Selbstverständlich. Von mir aus auch große Fachkenntnis. Also wenn ihr große Fachkenntnis angestrichen habt, dann kriegt ihr auch einen Punkt. Aber cooler Hut ist eigentlich richtiger. So, dann die 11. Frage. Wer oder was ist eine Vollmast? Gemeint ist tatsächlich, alle Bäume eines Bestandes fruktifizieren sehr stark. Das muss ich jetzt nicht weiter erläutern. Das ist halt wirklich, wenn sämtliche Bäume quasi zusammen aus irgendeinem Grund mit irgendeiner Methode beschlossen haben, dass es jetzt ein gutes Jahr wäre, um ganz viel Früchte zu tragen, weil die Prädatoren der entsprechenden Baumart, also die Viecher, die dann diese Früchte fressen, dann völlig überrascht sind und sich gar nicht von ihrer Population darauf einstellen können, dass es in diesem Jahr plötzlich so furchtbar viele Eicheln beispielsweise gibt. Und dementsprechend werden die ganzen Eicheln dann auch können gar nicht aufgefressen werden, weil gar nicht genug Eichelfresstiere da sind und damit auch nicht gerechnet hatten. Jawohl, also so ganz grob erklärt. Dann die Frage Nummer 12. Was ist ein Überhälter? Das ist tatsächlich ganz simpel definiert ein einzelner über den sonstigen Bestand herausragender Baum, der unter Umständen auch schon mehr als eine Umtriebszeit alt ist. Also sprich, den hat man nach der Holzernte stehen lassen, bewusst, damit ein einzelner Samenbaum zum Beispiel auf der Fläche verbleibt und weiterhin Samen auf den Boden schmeißt, damit junge Bäume überhaupt auch ordentlich nachkommen können. Auch nur so als Beispiel und ganz grob erklärt. Dann Frage Nummer 13. Nennen Sie drei einheimische, möglichst tödliche Giftpflanzen. Maiglöckchen, Fingerhut, Eibe, Tollkirsche. Zum Beispiel.
erzählen Sie einen Witz mit forstlichem Hintergrund. Dafür gibt es halt eben 2 Punkte. Wenn ihr mir jetzt irgendwo einen Witz aufgeschrieben habt, der halbwegs witzig ist, oder euch auf eurem Zettel einen Witz aufgeschrieben habt, der halbwegs witzig ist, dann habt ihr die 2 Punkte. Da braucht ihr jetzt gar nicht lange überlegen, ob ich den Witz mag oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Mit Ausnahme von dem treffen sich 2 Jäger beide tot. Der ist schon so alt, der zählt nicht. Dann sollt ihr eure Lieblingsbaumart wählen und eure Wahl mit ökologischen oder forstökonomischen Eigenschaften der Baumart begründen. Das ist jetzt mehr eine Fleißaufgabe als wirklich schwierig. Da bin ich auch davon überzeugt, dass ihr die richtig haben werdet. Natürlich kennt ihr nicht in Frage 16 die genaue Zahl der Toiletten im Forstgebäude. Damit ist die Frage ja auch eigentlich außen vor. Frage Nummer 17. Wie hoch kann ein Baum weltweit maximal ungefähr werden? Das wäre, was wir im Studium gelernt haben, 115 Meter. Es gibt auch Quellen, die behaupten 130 Meter. Deshalb werde ich jetzt auch gerade mal, weil 130 im Internet überall steht, 130 auch gelten lassen. Wir haben aber im Studium gelernt, und da sind sich meine Tutorenkollegen und die Erstsemester und ich alle einig, 115 Meter soll das Maximum sein. Und zwar warum? Weil die Wasserfäden, die im Baum nach oben führen, um die Blätter mit Wasser zu versorgen, aufgrund der Schwerkraft nur maximal 115 Meter hoch werden können, weil sonst wird die Spannung, die Saugspannung, der Druck, der nötig ist, um das Wasser noch weiter hoch zu pumpen, einfach zu hoch und führt dazu, dass so ein Wasserfaden dann durchreißt. Sprich, die Wasserversorgung der Blätter ist ab über 115 Meter wahrscheinlich nicht mehr möglich. Wobei der höchste Baum der Erde mittlerweile, glaube ich, sogar 115,5 Meter hoch ist. Also offensichtlich geht das dann doch noch. Zumindest noch mal ein bisschen halben Meter drüber. Wir wissen nicht genau, wie viel da wirklich noch geht. Das ist jetzt halt die entscheidende Frage, wie hoch der Hyperion noch wird. Meines Wissens ist Hyperion aktuell der höchste Baum der Erde. Das ist ein Küstenmammutbaum. Damit sind wir bei der nächsten Frage. Welche Baumart ist die höchste der Welt, die dickste der Welt und die massenreichste der Welt? Die höchste der Welt haben wir gerade gesagt, das ist der Küstenmammutbaum, Hyperion heißt er. Die dickste der Welt ist eine Sumpfzypresse in Mexiko. Und der massenreichste der Welt, das ist der General Sherman Tree. Das ist ein Sequoia Dendron Giganteum. Ich mag dieses Wort, das klingt so schön. Das ist ein Riesenmammutbaum. Ich glaube, so heißt er auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, ehrlich gesagt. Aber wenn ihr sowas in der Richtung geschrieben habt, dann wird es schon richtig sein. Oh, und dann wollte ich ja noch als Bonusfrage wissen, die älteste Baumart der Welt. Das ist tatsächlich die stinknormale Fichte, wie sie auch hier bei uns rumsteht. Und zwar steht das Ding in Schweden. Ist aus irgendwelchen Gründen, muss das noch während der Eiszeit, während Schweden noch von der Eiszeit vereist war, gekeimt sein. Und der Wurzelstock dieser Baumart, das ist einfach mehr ein Gestrüpp als ein Baum. Überhaupt nicht beeindruckend. Aber der eigentliche Wurzelstock dieser Baumart, der ist tatsächlich sage und schreibe 9500 irgendwas Jahre alt. Also das ist unglaublich. Es gibt keinerlei Erklärungsansätze, wie das sein kann. Aber Tatsache ist, dass dieser Wurzelstock wirklich so alt ist. Also das ist definitiv bewiesen. Das haben alle wissenschaftlichen Methoden, die man an dem Ding angewendet hat, ergeben. Das ist wirklich so alt. Wieso das Ding da immer noch steht und immer noch lebt und wie das überhaupt irgendwie sein kann, wie gesagt, niemand weiß es. Ein absolutes Rätsel und wahnsinnig faszinierend, das Ding. Frage 19 war die Bonusfrage, beziehungsweise die Frage danach, wie euch das Quiz gefallen hat. Dann könnt ihr euch jetzt jeweils selber Punkte erteilen, je nachdem, was ihr jetzt jeweils hingeschrieben habt als Kommentar. Wenn ihr überhaupt einen Kommentar geschrieben habt und mir eure Meinung zu diesem Quiz gesagt habt, auch wenn ihr es schlecht fandet oder nicht, das ist mir vollkommen Wurst, da kriegt ihr in jedem Fall 4 Punkte. Das ist so quasi als kleines Dankeschön fürs Kommentarschreiben. Hoppala, jetzt stoße ich hier schon gegen meinen Deppenzepter. Und damit stehen jetzt nur noch die Fragen aus, wo ich eben rumgelaufen bin und euch ein paar Arten gezeigt habe. Und zwar waren die Sachen, die ich von euch wissen wollte, was das jeweils ist. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, was ich euch da gefragt hatte. Ach ja, genau. Das erste war Ilex aquifolium. Das ist, heißt, glaube ich, auch Stechapfel oder Stechpalme auf Deutsch. Das
Sonst googelt es mal bei Wikipedia, Ilex aquifolium, ob das das ist, was ihr gemeint habt, je nachdem, was ihr hingeschrieben habt. Dann ist das natürlich korrekt und gibt 2 Punkte. Dann habe ich euch eine Buche gezeigt. Das war dieser Baum, der noch ein paar Blätter hatte, die aber schon sehr stark verfärbt gewesen sind, also sehr nach Herbst aussieht. Das war eine ganz normale Buche, Fagus selvatica. Dann habe ich euch einen Nadelbaum gezeigt gehabt. Mit Nadeln, aha. Das war eine Kiefer, die normale Waldkiefer, Pinus silvestris. Und dann war noch die letzte fiese Frage, der eine Baum im Winterzustand, wo ich mit der Kamera rauf und runter gefahren bin, das war eine Eiche. Es reicht mir Eiche als Antwort. Streng genommen ist es, glaube ich, eine Roteiche. Das habe ich aber jetzt gar nicht so genau mehr im Kopf, muss ich sagen. Ich meine aber, es wäre eine, so genau habe ich nicht hingeguckt. Schreibt einfach Eiche, das passt. Und beziehungsweise habt hoffentlich Eiche geschrieben. Und dann ist alles in Ordnung. Und dann hoffe ich, ihr habt möglichst viele Punkte kassiert. Und es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Macht's gut. Ciao.